Hallo und herzlich willkommen. Ich mache heute mit euch mein Natural Make-up. Das, was ich wirklich jeden Tag trage, vor allem jetzt im Sommer. Meine Sommerroutine ändert sich auch ein bisschen von der Winterroutine. Im Winter mag ich es gerne ein bisschen mehr und im Sommer ein bisschen weniger. Ich bin wieder zurück, wie ihr seht. Ich habe wirklich eine Zeit lang überlegt, wie ich das Ganze anstellen kann. Während ich erzähle, mache ich übrigens dann auch weiter mit meinem Make-up. Da nehme ich jetzt gerne von MAC, das ist NC30 Studio Finish Concealer, was gut bei dem ist. Der hat nämlich auch SPF 25 und den trage ich ganz leicht mit einem Pinsel auf. Ihr wisst, ich war 1,5 Jahre nicht da, wenn nicht sogar 2 Jahre. Ja, ich habe mich optisch vielleicht ein bisschen verändert. Ich habe ein bisschen abgenommen. Ich habe abgenommen. Das macht schon eine Menge aus. Trage ich jetzt erstmal kurz den Concealer auf. Weniger ist mehr. Das habe ich euch jetzt schon 100.000 Millionen Mal erzählt. Erzähle ich euch auch immer wieder. Das trage ich nämlich auch mit einem Pinsel auf. Ganz, ganz leicht. Ich bin ja schon ein bisschen die ältere Generation. Und ich weiß nicht, ob ihr seht, aber meine Augenschatten sind auch nicht mehr so extremst wie vorher. Ich hatte auch hier so eine Art Vitamincocktail im Gesicht, Dermapen im Gesicht. Ich achte sehr viel auf meine Gesichtspflege. Je besser ihr darauf achtet, umso besser natürlich. Und ja, ich trage den Concealer ganz, ganz leicht mit einem Pinsel auf und ihr seht auch schon direkt den Unterschied. Ist das nicht krass? Ganz wenig Produkt. 2 Jahre. Ja. Ich glaube, das war die meistgestellte Frage von euch. Wann kommst du zurück? Warum lädst du nicht mehr hoch? Es ist einfach so gewesen, dass ich zeitlich einfach heftig angebunden war. Ich habe euch wahrscheinlich, oder ihr habt es wahrscheinlich auch auf Instagram schon mitbekommen, dass ich mit Dudi sehr, sehr angebunden war. Und ich musste einfach gucken, wie ich das Ganze so ein bisschen lösen kann. Auch ehrlich gesagt, Work und Life Balance so ein bisschen anpassen. Weil ich habe mich am Ende irgendwie nur noch da gefunden, dass ich irgendwie nonstop nur noch gearbeitet habe. Ich weiß, es macht auch krank. Es macht wirklich krank, Leute. Zu viel Arbeit ist nicht gut. Gönnt euch definitiv diese Auszeiten. Ich habe es auch schon auf Instagram erzählt. Ich habe eine meiner Lieblingsserie auf Netflix. Und zwar lautet diese Working Moms. Und die letzte Folge der Staffel 6, die hat es mir einfach angetan, weil diese Frau, diese Rolle spielt. Wie hieß sie noch? Kate Foster. Ich habe mich einfach in Kate Foster irgendwie wiedergefunden und dachte, das kann es jetzt einfach wirklich nicht sein. Und habe mir gedacht, okay, du musst ein bisschen Dudi reduzieren. Und habe mich dann dafür entschieden, auch weil es einfach nicht meine Mission war, so viel Produkte auf den Markt zu bringen, weil ich hatte über 450 Artikel mal 3 Farben, so und so viel Stück. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Produkte das einfach sind. Und das Ganze zu managen, Leute, ist nicht einfach. Ja, ich habe hier natürlich Mitarbeiter, aber das auch zeitlich alles ein bisschen zu managen, war für mich irgendwann einfach nicht mehr machbar. Ihr müsst euch vorstellen, ihr braucht von jedem Produkt ein Modelfoto, ihr braucht ein Produktfoto, ihr braucht ein Lifestyle-Foto und ein Video noch am besten und das alles in jeder Farbe und das war irgendwann einfach nicht mehr das, was ich wollte und habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach nur noch das, was ich eigentlich von Anfang an haben wollte und zwar ein Stück, ein exklusives Stück zu produzieren, was es dann auch nur exklusiv zu erhalten gibt. Und wenn das weg ist, dann ist es weg. Das ist auch handmade by me. Und ihr werdet es lieben. Ganz kleine Auflage, limitiert in Goldvermehl. Das wird euch bestimmt gut gefallen. Ja, und um diese Work Balance so ein bisschen zu regulieren, habe ich mir gedacht, bisschen weniger Dudi. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit wieder für YouTube. Und deswegen bin ich auch jetzt wieder back on track. So, Concealer haben wir aufgetragen. Guck mal, das reicht schon völlig aus. Ich mag im Sommer auch nicht so ein heftiges Make-up auftragen. Manchmal lasse ich es sogar komplett weg und puder nur einfach ein bisschen ab. Aber wir machen es jetzt doch vollständigkeitshalber. Und da habe ich jetzt hier von Charlotte Tilbury ein Make-up, die Beautiful Skin Foundation in der Farbe Nummer 4. In der Regel ist es so, dass ich das Make-up direkt erstmal mit der Hand auftrage. Aber es reicht auch definitiv, um das Ganze schon abzudecken. Und in dieser Area mache ich jetzt nicht nochmal extra Make-up drauf, weil ich ja schon Concealer drauf habe. Deswegen, das könnt ihr euch sparen, weil einfach zu viel Produkt sonst da ist. Hier nochmal ein bisschen. Das ist tatsächlich die Art und Weise, wie ich mein Make-up auftrage. Ja, also ich mache jetzt nicht 100 Stunden alles einarbeiten mit dem Beauty Blender, weil mit den Fingern funktioniert das tatsächlich auch sehr, sehr gut. Und durch die Wärme der Finger könnt ihr das auch gut in die Haut einarbeiten. Auch ruhig über die Lippen rüber. Ihr könnt auch ruhig über eure Augenlider ein bisschen geben, dass das ein bisschen neutralisiert wird. So ehrlich gesagt, Lidschatten trage ich im Sommer
irgendwie nur einen ganz leichten Schimmerton, aber wir gehen jetzt erstmal über in die Augenbrauen. Und da habe ich hier von Anastasia Beverly Hills die Brow Biz. Und da male ich auch nicht mehr komplett aus. Also ich kämme sie einmal kurz und male auch nur ein bisschen hier das Ende an, weil ich möchte das so natürlich wie möglich halten. Ihr wisst ja auch, dass meine Augenbrauen schon microbladed sind. Das heißt, ich brauche hier jetzt wirklich nicht viel. Falls ihr Fragen übrigens an mich habt, könnt ihr diese auch gerne in den Kommentaren stellen. Die können wir ja in den nächsten Videos gerne abarbeiten, weil ich war ja auch länger jetzt nicht da und möchte auch wieder so ein bisschen den Kontakt zu euch herstellen. Also falls da irgendwas ist, was euch interessiert, dann immer gerne her damit. Das sind meine Augenbrauen und ich kann die nicht buschig machen. Also egal, wie ich sie kämme oder so, es wird nicht buschig. Deswegen lasse ich das so und fixiere das einfach nur ganz kurz mit einem Fixier. Das ist das von Got2Be. Und dann nehme ich auch nur ganz wenig, das musst du auch abstreifen, also bei mir vor allem, weil es einfach viel Produkt ist, so dass die Augenbrauen schön fixiert sind und die bewegen sich jetzt wirklich nirgendwo mehr hin. Und es macht definitiv einen Unterschied, wenn sie gekämmt sind. So, was nehme ich dann? Ich pudere ganz, ganz leicht ab. Dafür habe ich hier das Puder von Charlotte Tilbury in der Farbe 1, Fair, Hit the Pen. Und ich habe vor, für euch ein Tipps-Video zu drehen. Das wird euch so weiterhelfen. Als ich letztens bei meinen Eltern zu Besuch war und Ceda mich beim Schminken, also meine Schwester ist ja da, mich beim Schminken beobachtet hat, meinte sie, hä? Wieso sieht dein Make-up so aus? Und wieso sieht mein Make-up so aus? Wir haben doch beide die gleichen Produkte verwendet. Und da habe ich zu ihr gesagt, ja, Ceda, das ist einfach auch ein bisschen die Technik und die Art und Weise, wie du etwas aufträgst. Und dann habe ich gesagt, komm, nimm alles runter. Wir machen das nochmal gemeinsam. Du machst einfach das, was ich jetzt mache, machst du direkt nach. Und das hat sie dann auch gemacht. Und wir waren nachher so, sie sah aus wie ein komplett anderer Mensch, trotz selber Schminke. Also das ist einfach so krass. Und dann an dem Abend waren wir nämlich noch essen mit Fulia und Seda. Und da ist ja auch was passiert, naja, egal. Da hat sich nämlich eine Frau an einem Stück Fleisch verschluckt und wir mussten ihr das Fleischstück nachher außen, das war ja Heinrich-Manöver, Heimlich-Manöver. Hieß es, glaube ich. Ne, auf jeden Fall meinte so Fulia dann zu ihr, hä, Seda, du siehst heute so gut aus. Was hast du anders gemacht? Also sie hat das sogar schon bemerkt, dass einfach diese einfachen Tricks schon so eine Veränderung bringen. Ja, und seitdem macht sie das jetzt auch so, wie ich ihr das gezeigt habe. Und sie meinte, oh, nur danke, danke. Ich so, ja, bitte. So, also ich habe ganz leicht abgepudert. Und dann nehme ich auch noch für den Sommer ganz schön einen Bronzer. Der ist hier auch von Charlotte Tilbury. Nummer 2 habe ich Medium. Das ist ein Muss. Das konturiert einfach auch euer Gesicht. Ich mag nicht diese Sticks benutzen. Ich bin eher so der Typ Puder. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Also es gibt natürlich auch diese ganzen Farbsticks, Kontursticks. Ja, können wir vielleicht für die Nase ein bisschen was benutzen. Aber ich bin einfach nicht der Typ. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist einfach nicht meins. Und ich habe hier gerade ein paar Härchen. Denken wir uns gleich weg. So, dann nehme ich natürlich einen Puderpinsel. Und mache mir hier so ein bisschen Kontur, beziehungsweise ein bisschen Frische ins Gesicht. Wir haben Sommer, da kann es auch mal ein bisschen mehr sein, so dass wir ja schön gebräunt aussehen. Ein bisschen über die Nase, meine große Nase. Und guck mal, ganz leicht habe ich das jetzt gemacht. Ja, und was für ein Unterschied das einfach ist. Hier bin ich einfach nur flat im Gesicht und hier habe ich jetzt so einen richtig schönen Farbkick im Gesicht. Ja, auch nur ganz leicht. Ich kriege von euch auch immer diese Frage gestellt, vermisst du deine Eltern? Vermisst du nicht deine Geschwister? Natürlich vermisse ich die. Und es ist immer wieder auch schön, wenn ich mit denen zusammen bin, dann ist alles immer so unbeschwert. Man kann so heftig miteinander lachen und es macht immer wieder Spaß. Man schnackt stundenlang. Und natürlich vermisse ich sie, aber man gewöhnt sich auch irgendwie an das Leben. Hier, man hat seine eigene Familie, ich habe meine eigenen Kinder. Die Schwestern sind natürlich immer noch da. Wäre natürlich toll, wenn die hier sind oder wenn sie hier wären, sind sie aber nun nicht. Auch wenn Fulia manchmal mit den Gedanken spielt, auch tatsächlich auszuwandern, weiß ich nicht, inwiefern die sich auch hier anpassen können, ein bisschen. Es ist immer ein Kulturschock, ja. Ich kenne auch viele, die hierher gewandert sind und nach 3 Jahren gesagt haben, ne, bloß nicht, ich gehe wieder zurück. Hier so ein bisschen chaotisch, aber auch daran gewöhnt man sich mit der Zeit. Um noch ein bisschen Glanz jetzt zu bekommen, habe ich hier noch von Dior ein Face and Body Powder. Das gebe ich auch noch mal ein bisschen rüber. Ach, sorry, das ist das Falsche. Das ist das Richtige. Und das hat noch so einen leichten Schimmer.
Was ich dann immer noch mache, ist, ich habe hier so ein Cotton Contour Powder von Misha, Smoked Hazel. Das ist perfekt zum Konturieren, weil es einfach einen grauen Unterton hat und nicht, wie ihr hier seht, braun ist. Versteht ihr, was ich meine? Ein Schatten im Gesicht ist nicht braun, sondern eher ein bisschen gräulicher. Da nehme ich auch nur ganz wenig und konturiere hier so ein bisschen Schatten. Seht ihr das? Ganz leicht, mach hier nochmal ein bisschen was. Ich würde euch jetzt gerne viele, viele Tipps geben, aber dafür kommt noch das Tipps-Video. Und das mache ich auch tatsächlich Nasenkontur. Ihr wisst, meine Nase ist jetzt nicht gerade die reinste Schönheit, aber ich habe mich mittlerweile damit abgefunden. Und so, lass das jetzt hier auch mal kurz. Und dafür habe ich jetzt hier das Puder von Huda Beauty verwendet und lasse das kurz. Also ich bake meine Augen nicht, sondern nur meine Nase. Jetzt gehen wir auch schon rüber zur Wimperntusche. Ich nehme jetzt hier die von Essence, Catrice, der Lash Changer, die ist nämlich waterproof. Aber ich benutze den Wimperncurler von Deloria. Die macht wirklich einen schönen Schwung. Also bevor ich jetzt zu den Lippen und zum Rouge übergehe, möchte ich noch was sagen. Ich habe zum Beispiel eine Lippenkombi, die benutze ich immer, immer, immer. Und das Thema Werbung auf Instagram, das ist ja immer noch, wir haben 2022 so ein heftig heikles Thema. Alle sind genervt davon. Ja, ich weiß, es gibt einfach Leute, die übertreiben auch damit. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe 1 bis 2 Werbeposts in der Woche. Und das sind wirklich auch nur Produkte, die ich tatsächlich im Alltag benutze. Das heißt, wenn wir gleich zu der Lippenkombi übergehen, wird es zum Beispiel auch ein Produkt sein, was zum Beispiel auch andere Influencer bewerben. Aber ich glaube, ich seit einem Jahr keine Kooperation mehr mit dieser Firma habe. Aber ich benutze es einfach. Versteht ihr, was ich meine? Ich bewerbe nichts. Nichts, was ich nicht im Alltag benutze. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auch Produkte zugeschickt bekomme und sage, hey, das ist nichts für mich. Ich hatte nämlich vor 5 Tagen etwas zugeschickt bekommen. Das hat sich um was zum Frühstücken gehandelt. Und das Konzept war auch richtig toll, aber es hat mir nicht geschmeckt. Versteht ihr, was ich meine? Und dann überlegt man sich so, das kann ich nicht vorstellen. Auch wenn das Produkt geil ist, mir schmeckt es nicht. Okay, vielleicht schmeckt es dem einen oder anderen, aber dieses Risiko möchte ich einfach nicht eingehen. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen habe ich zum Beispiel diese eine Kooperation abgesagt. Und das ist, Leute, ich kriege jeden Tag so viele Anfragen. Ich meine, ich bin jetzt nicht der riesengroße Influencer auf Instagram, aber trotzdem kann ich euch sagen, dass ich eine der wenigen bin, die keinen einzigen Fake-Follower hat. Ich habe einfach echte Follower, die mir einfach auch seit Jahren vertrauen und auf meine Empfehlung könnt ihr euch auch vertrauen. Versteht ihr, was ich meine? Ich stehe einfach dahinter. Ich habe meine Wimpern getuscht. Jetzt gehen wir noch mal kurz rüber zu dem Rouge. Was benutze ich denn da sehr gerne? Ja, da benutze ich tatsächlich sehr, sehr gerne von Catrice den Cheek Lover. Leute, das hinterlässt so einen schönen Glow. Guck mal. Ich glaube, ihr wisst dann auch, was ich meine. Guck mal, was ein wenig Produkt schon ausmacht. Ganz leicht. Könnt ihr auch ein bisschen hier. So. Und darauf gibt es noch einer meiner Lieblingshighlighter. Das ist jetzt nicht für jedermann, weil es ist schon extrem. Der Revolution. Ich weiß nicht, wie der heißt. Highlighter Reloaded. Genau. Uff. Ja, ihr werdet jetzt sehen, was ich damit meine. Schaut. Das hinterlässt richtig diesen Sommerglow nochmal oben drauf. I love it. Ja, und das gebe ich auch auf die Nase tatsächlich ein bisschen drauf, weil das highlightet das Ganze noch so ein bisschen. Und über die Lippen. So. Nase ist auch konturiert. Und jetzt kommen wir nämlich zu meiner absoluten Lieblingslippen-Kombo. Wo habe ich den jetzt? Oh mein Gott, ich habe den nicht dabei. Das ist Nana Naked. Ich habe den tatsächlich nicht dabei. Ja, sorry. Dann nehme ich dann einfach einen anderen. Aber das ist einfach mein Alltagslippenstift. Versteht ihr? Den habe ich auch noch in 2-3-facher Ausführung. Den habe ich auch noch als Lippenstift da. Und das ist einfach mein Lieblings. Und da solltet ihr auch bitte nicht auf euren Lip Liner verzichten. Lip Liner ist für mich ein Must-Have. Ich weiß auch nicht, warum ich es früher nie benutzt habe. Ich dachte, ah, braucht man nicht. Braucht man. So, das heißt, wir überleihen ein bisschen unsere Lippen. Den gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr. Der ist, das ist von Maybelline New York, von Gigi Hadid, Hadid. Ah, das hat einen Anspitzer. Ach du Scheiße. Wusste ich nicht. Schaut, ihr seht einfach, was ich meine.
Den kann ich einfach jeden Tag tragen, immer wieder, nonstop. Sieht immer gut aus und passt zu allem, Leute. Und leider habe ich ja keinen Rabattcode für euch. Schade. So, und wenn ich das habe, warte ich kurz, dass es trocknet. In der Zwischenzeit können wir das Ganze ein bisschen setten. Und dafür nehme ich jetzt ein Setting Spray von Elf. Da solltet ihr auch darauf achten, dass ihr bitte eure Augen nicht besprüht. Das heißt, einmal kurz zumachen. A few moments later. Das Ganze einmal kurz fettet. Und wir warten kurz, dass die Lippen trocknen, weil ich gebe meistens noch einen Liptopper oben drauf. Den zeige ich euch gleich auch. Das ist auch einer meiner Lieblings. Nana Lipstick. Und für den Extra-Kick, ja, nehme ich einen Liptopper, kein Gloss, einen Liptopper von L'Oreal. Nein, ich habe den falschen eingepackt. Hm? Ah, nee, doch nicht. Dachte ich gerade. Puh. So einen ähnlichen gibt es nämlich noch als Gloss. Das hinterlässt nur so einen leichten Glanzschimmer. Ja, da müsst ihr einfach gucken. Das war's, Leute. Das ist mein Everyday-Make-up, was ich tatsächlich jeden Tag so auch auftrage. Da ist absolut kein anderer Step dazwischen. Ich liebe das einfach so. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich auch manchmal ein bisschen mehr haben möchte. Und ich glaube, in den nächsten Tagen werde ich auch einfach ein bisschen mehr machen. Ich hoffe, mein Alltags-Make-up hat euch Spaß gebracht. Vielleicht kann man ja den einen oder anderen Trick hier auch anwenden. Aber das Extra-Trick-Video kommt jetzt bald noch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.